Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Es sollte da nie eine Diskussion geben, ob die Rechten oder die Linken oder die Mitte oder die Partei. Das hat es bei uns nie gegeben. Das habe ich nie gehört. Das ist erst die letzte Tausend gekommen worden. Da muss man aufpassen, oder die oder die oder die. Das hat es nie gegeben. Das war für uns nie ein Thema dort in der Zeit. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Siegfried Steger, einer der vier Bustorburgen. Teil 2 seiner Erinnerungen. Kapitel 1: Verhaftung und Flucht. Ja, ich bin im Bett gewesen, weil ich in die Nacht heimgekommen und da merkst du, lege ich mich nicht nieder, dass ich nicht verschlafen irgendwas war. Und dann haben wir 4 in der Früh ist der Masten geflogen außen. Und dann bin ich ein bisschen müde geworden und habe mich ein bisschen reingelegt und dann muss ich eingeknickt sein. Und da vorne schreit die Mutter, Siegfried, die brauchen sie, dann geht da schon der Brigadier verbunden, geht da schon die einer bei mir. Nicht? Ja, jetzt habe ich schon im Haus ich schon reden gehört alles, nicht? Und ja, ruhig dann. Und da haben sie unten ein Haustor gestanden mit der Maschinenpistole, draußen gestanden mit der Maschinenpistole. In der Stube rein, Vater, Mutter und die Geschwister hat alle hinter den Tisch bewacht schon. Und naja, halt eine da und den Morgensack und naja. Dann haben sie meinen Jeep draußen, nicht? Und dann habe ich auch gesagt, den Jeep draußen, ich muss aufs Klo gehen. Da wollten sie mich erst nicht gehen lassen und dann habe ich gesagt, ich soll mitgehen, ich muss aufs Klo gehen. Das ist ja ganz normal in der Früh, dass man aufs Klo geht. Und dann sind sie mit mir auch hinten umgegangen, hinter das Haus und da habe ich gesehen, dass beim Hintertor kann der steht mit der Maschinenpistole. Und da hat es einen reingehängt und da einen. Und da hat hinten nachgegangen und hat mir da bei den Janka so gehabt. Nicht? Und weil ich da hinten gesehen habe, dass da kann der steht beim Tor, dann bin ich mit den Armen da hinten umgefahren, schnell. Die habe ich dann so zusammengeschupft. Den einen habe ich ausgerissen und bei der Stiegen auch dann durch. Da haben sie aber geschrien, ich soll anhalten, sie schießen und so weiter. Nicht? Aber ja, dann bin ich in die Klamm hinein da, so wird das eine Klamm hinein, wo die Zentrale raus ist vom Berg. Und da bin ich als Bub oft reingewesen und da habe ich an seinem Baum gewusst, der ist so beim Felsen aufgegangen. Und da bin ich auch und da, so 2/3 vom Baum oben, hat man gekämpft, von der Nachtschlumme hupfen in eine Nische in den Felsen rein. Und da bin ich den ganzen Tag bin ich oben gelegen und die haben sich schon gehört unten aus und einsuchen mit Hunden. Und da halt bin ich da außer Moser gewesen mit den Wiesen. Da habe ich auch gehört, man anschreien und man anzusuchen. Und auf Nacht bin ich dann neu da wieder. Und da bin ich jetzt in einem Bergbau rein, weil ich keine Schuhe nicht gehabt habe. Da hat mir der Schuhe gegeben. Dann bin ich wieder nieder und das auf die andere Seite rein. Und da bin ich dann auf den Vorderseb zugestoßen, weil wir gesagt haben, wenn wir abhauen müssen, treffen wir uns bei den Bergbauern. Und da haben wir irgendwo schon einen Platz gehabt, wo wir eventuell, wenn wir was brauchen, von Gewand und so, ein bisschen Kleider und unser Material für die Aktionen haben wir da auch versteckt gehabt. Da haben wir es dann getroffen, da haben wir 3 Tage rein die ganze Sache beobachten, bis ich. Da baue ich einmal ins Dorf und dann hat er gesagt, weil er käme nicht, den Vater haben sie weg und von ihm den Vater haben sie weg und mein Vater. Und das ist halt, wo es Wirbel ist und so weiter, nicht? Und dann sind wir 3 Tage rein geblieben und danach sind wir über die Zillertaler raus. Sind wir rausgegangen bis Genzling. Dann haben wir da in Welserkurt angerufen, hat uns der mit dem Auto geholt. Und dann sind wir in Innsbruck hergekommen und der Amtplatz ist da zumal schon gepflichtet gewesen, der ist im Mai gepflichtet, glaube ich. Und dann der Amtplatz los, der hat uns natürlich mit Freude empfangen und so weiter. Und deswegen haben wir sofort mit dem Amtplatz einen guten Kontakt gehabt. Das war erst ein Landsmann, man Kurt haben wir auch schon kennt, voller Freude, dass wir durchgekommen sind auch und so weiter. Dem das auch gehört, der Radio bis zugegangen ist.
Und ja, und folgedessen haben wir mit Namplatz einfach eine Freude gehabt und der mit uns und vertrauen und alles. Und wir waren junge Burschen, wir waren ja froh, dass da ein bisschen reifere Männer waren. Wir haben ja noch Bedarf gehabt, dass man uns auch führt und so, nicht, dass man nicht im vollen Doppett und so weiter. Ne? Ja, das hat eigentlich dann schon Freude ausgelöst. Wir wollten ja, so wie es uns gesagt ist worden, das Land befreien. Das war überhaupt kein Thema nicht. Überhaupt nicht. Der Vater hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Die Mutter eventuell, wird gelernt haben, dass ich da ein bisschen patriotisch denke. Weil die Leute da in der Waschstube geredet haben, nicht? Das ist leider vorher selbst gewesen. Und der Siegfried, der was nicht Adlauer gemalt haben, das haben ja die Spatzen von Dach gesungen, nicht in Italiener, dem ist er verhaftet, dem ist er verheert, aber damals hat nicht gesagt, dass wir waren, nicht? Das ist auch klar. Wir haben in Dorf auch ein paar Leute gehabt, haben, die uns beobachtet, das wissen wir inzwischen. Und die haben den Italienern auch erzählt, dass wenn jemand da gefährlich ist, bin ich einmal davor, Sepp und ich. Gell, das waren aber Leute, die von unserer Kreis herkommen sein, die haben das nicht verstanden, die haben einfach gemeint, die haben sich politisch überhaupt nicht ausgekennt, die haben einfach gemeint, ja, wir sind einfach böse Leute, weil wir da jetzt einen Schaden anrichten. Aber dass wir das gemacht haben, damit dass wir das Land befreien wollen und sie auch befreien wollen, das Volk, verstehst du? Das haben die nicht verstanden, das waren einfach dumme Leute, die was, oder dumme junge Burschen, die was gemeint haben, ja, das sind blöde Hunde, weil sie da einen Schaden machen. Nein, das war es nicht, weil in der Erwartung, dass wir einfach weitermachen, das Land befreien, verstehst du? Und das ist tief drin gewesen in uns, das war tief drin. Da haben wir den Heimweh und das hat man alles zurück, das hat es nicht gegeben momentan, weil man in der Erwartung, das ist ja schon später gekommen nachher, ein paar Jahre vergangen sein und du darfst halt nie rein und so weiter, nicht, dann denkst du mal, habe ich mir schon, wenn ich mal alleine kenne, schon mit ein paar, ja, die Gegend anschauen kenne ich schon, mit ein paar Leuten ein bisschen ratschen und so weiter, nicht? Das ist schon klar. Und daheim halt daheim, nicht? Das ist auch klar. Ja, das war schon ein Schock. Das war ein Schock, weil man einfach gesehen hat, erstens einmal, dass da Verrat muss im Spiel sein, dass sie praktisch fast alles niederbiegelt haben. Ne? Und zweitens, dass man einfach, ja, jetzt steht man wieder von Anfang, von Null praktisch. Man wieder alles organisieren, wieder aufbauen, dass man wieder weitermachen kann. Ne? Weil das war ein Schuh klar, wenn nichts mehr passiert, dann hauen sie die voll aue und die werden niedergemacht und der Fall hat sie. Und da wird nicht mehr geredet über Südtirol. Weil die Italiener haben den Wirbel nicht gebraucht nach außen hin, das ist mir schon klar. Weil durch die Anschläge ist ja das ein bisschen seine die Öffentlichkeit in Ausland aufmerksam geworden. Ne? Das war ja, das wollte man ja, dass man aufmerksam macht auf das Problem Südtirol. Ne? Kapitel 2: Luis Amplatz und Jörg Klotz. Amplatz war ein fröhlicher, lustiger Mensch und ein Patriot. Das war selbstverständlich für ihn, das Land zu befreien. Da hat sie überhaupt nichts gegeben. Der Amplatz war einfach, der Fröhlichkeit einer gebracht in die Leute. Der hat das alles ein bisschen fröhlich gebracht. Nicht traurig sein, sondern das war ein Optimist. Weißt du? So wie ich ihn gekannt habe. Ne? Ich mein, die letzte Zeit, als sie ihn da haben, das wird schon, da ist er wahrscheinlich dann abgesagt. Ne? Nach Wien und alles und so weiter, das wird. Der Klotz ist ja mehr, dann hat unten da in der Absamer Halle-Gegend seine Bekannten gehabt, der hat sich da unten aufgehalten. In Anfang ist man ja, da hat man in der Dingstraße in Innsbruck, in der
Tempelstraßen haben wir, da hat das ein älterer Herr mit der Frau gelebt und da haben wir den Kellerraum unten gehabt. Und da hat man es so zwischendurch wieder getroffen. Man hat ein bisschen ausgetauscht, die Flüchtlinge alle untereinander. Nicht? Da waren Lokale dabei, da waren die Antraminer dabei, der Tibiasi und der Weid, der Ferndorfer, wie sie alle geheißen haben, Ritsch und alle die Leute, die was noch draußen waren. Und dann mit der Zeit ist halt, hat man gemerkt, dass man da bespitzelt wird und das gefährlich wird, wenn wir da öfter zusammenkommen. Dann hat sich das ein bisschen verteilt. Die einen haben sie dahin verschoben, die waren da und die waren da. Und mit dem Klotz haben wir dann schon Kontakt gehabt, aber eben nicht den Kontakt wie mit dem Amplatz, weil der Amplatz, der war schon da, wie wir gekommen sind, und dann war der Amplatz für uns einfach der Mann. Und der Klotz hat mit anderen Leuten um sich gehabt. Ne? Wie mit dem Klotz, der hat uns einmal eine militärische, mit der Waffenausbildung einmal gemacht, eine kurze, wie man überhaupt mit den Waffen umgeht und so weiter. Ne? Das hat uns schon der Jörg beigebracht. Der Klotz war ein ganz ein offener, fitziner, ehrlicher Mensch für seinen Freiheitskampf. Der Jürgel war recht gewesen, wenn er gelebt hätte, 1809, aber nicht 1969. Der ist bei der deutschen Wehrmacht gewesen, der wird einfach gelenkt haben, Befehl ist Befehl und Ding, und wenn der das sagt, dann wird das durchgeführt. Aber das geht in seinen Kampf nicht, wie wir sein, schwach, das Schwächer nicht mehr geht gegen seine Riesenmacht. Dem kann man nicht so agieren. Dann musst du einfach schlau sein und in Untergrund arbeiten mit allen Mitteln, mit den primitivsten, was du hast, dass du überhaupt was erreichst. Ne? Im Molden habe ich persönlich nicht kennengelernt, gesehen habe ich schon, ich weiß schon, wie er ausschaut. Aber Verhandler habe ich schon kurzzeitig, aber nicht persönlich so. Der hat nicht zu uns gesagt, wir müssen das und das machen. Man hat ihn gekannt, man hat sich gegenseitig begrüßt und fertig. Der Norbert ist, da habe ich auch nichts so direkt zu tun gehabt. Erst am Ende zu, weil der Kampf langsam zum Ende zugegangen ist. Da er es ist. Zum Beispiel, der Dr. Norbert Burger ist in der Herz-Jesu-Nacht gekommen und hat gesagt: Hey, geht's los. Ich bin davor nicht gekannt, ich bin erst dann auch kennengelernt. Kapitel 3: Die Radikalisierung des Bass. Ja, das haben wir schon von den Nachrichten von dreien, wie es ausgeschaut hat und wie man gehört hat, nicht, dass man die Schreien ausgehört hat und so weiter, dass da wild zugeht, das war schon schlimm. Das war schon schlimm. Zu der Zeit von meinen Leuten, der praktisch von unseren Bekannten ja niemand rein war, das ist erst noch. Danach bin ich mit den Oberallenzern mit Nauer passiert, nicht, wie sie die dann gefoltert haben. Aber das hat schon natürlich Schmerz ausgelöst. Das hat einfach wehgetan. Ja, aber deswegen, das im Kampf, das kann man nicht sagen. Verstehst du? Weil irgendwo war alles schon vorgegeben. Irgendwo. Verstehst du? Die letzte Konsequenz, der Partisanenkampf. Das ist schon klar. Und was ein Partisanenkampf ist, ich meine, den kann man führen. Da gibt es viele, viele Varianten. Einen Untergrundkampf zu führen. Ja, Partisanenkampf, glaube ich, da geht es schon ein bisschen schärfer zu. Ne? Das ist auch klar. Ne? Ich meine, ich kann ja, wenn ich am Marschen springe, kann ich auch da gesehen werden und die muss man verteidigen, kann ja auch was passieren. Es ist ja im Endeffekt gegangen, um den Ernst zu zeigen, den Italienern. Dass wir ernst meinen mit der Freiheit. Und nicht nur da als Gaudi, wo Marsch da springen. Es ist ja im Endeffekt um das auch gegangen.
dass sie müssen auf den Stau gegangen. Ich meine, es waren Leute, es hat Leute gegeben, die haben gesagt, man muss brutaler vorgehen, man muss auf die Zivilbevölkerung gehen. Einzelne, das war nicht Ding, aber das war ja der größte Plätzchen überhaupt. Ne? Wenn müssen wir in den Staat angreifen? Ne? In den Staat. Ne? Das ist halt einmal so. Ja, es ist eigentlich, gut, die faschistischen Denkmäler sind nicht alle auf einen Schlag, aber es ist die Mastenaktion durchgeführt worden. Es sind in Oberitalien Bahnlinien beschädigt worden und dann ist halt einfach gesagt worden, was ist möglich? Was ist möglich? Wie können wir da mit wenig viel erreichen oder den Italienern da zeigen, dass wir es ernst machen, dass sie da einfach Unrecht tun uns, verstehst du? Da ist nichts geplant worden. Das ist alles dann irgendwie, wie es halt die Zeit ergeben hat, oder die Situation ist das ja so gewachsen. Ne? Freilich hat das keine Freude ausgelöst, wenn sie drein die Folterknechte freisprechen. Das ist schon klar, dass man da nicht Freude hat. Ne? Ja, das ist total. Das ist schon klar, nicht, dass wir da eine sein und mit unseren Leuten Kontakt aufgenommen haben, die was da drin waren und das organisiert haben und so weiter. Das, ja, das stimmt schon. '62, da hat es geheißen, ja eben, weil drin alles zerschlagen war. Die Leute sind im Gefängnis gewesen. Jetzt müssen wir einfach einmal versuchen, wieder aufzubauen. Wir müssen dann Ding in der Inge Alben rein, bei der Forstbehörde da. Wie wir da zugekommen sind, weiß ich nicht. Da hat es geheißen, da war ein Holzschlag zum Aufarbeiten, da weil eine Lawine runter ist. Dann haben wir gesagt, das machen wir, da haben wir Kondition, da können wir nebenbei auf den Berg gehen und so weiter. Das ist kein Wendelgebiet, das war ein herrliches Gebiet und alles. Und wir haben da eine gescheite Arbeit gehabt. In der Alben hinten haben wir da gekocht und gemacht und gesund gelebt und ja. Und dann haben wir halt abgewartet, bis es dann weitergeht. Und dann, weil jetzt wieder geheißen, ja, es geht wieder weiter. In 63er Jahren, dann sind wir halt rein und haben uns halt ein bisschen vorbereitet, falls das eine längere Zeit dauern soll. Dann haben wir halt unsere Nestlern gerichten. Ein bisschen Proviant, dass wir irgendwie zum Essen gehabt haben. Und die primitivsten Medikamente halt, wenn es ja einer wert tut oder was, den Haxen verstaucht oder was, das, schau weit rein und irgendwo fällt und sich was tut und so weiter. Das haben wir alles ein bisschen deponiert und so weiter. Nicht? Und haben wir das hergerichtet. Man hat ja nicht gewusst, was morgen ist. Und die Nacht muss halt, ja, aufpassen und wissen, wo ich gehst. Das ist schon klar. Aber da hast du, das ist nicht klar. Wir haben wahrscheinlich nicht nur einen Schutzengel gehabt, sondern drei. Jeder. Das wird auch der Fall gewesen sein. Da einfach aus dem Inneren heraus, dass man einfach für die Heimat das zu tun hat. So habe ich das empfunden. Es war mit schweren Opfern verbunden. Du bist die Nacht marschiert, du hast einen schweren Rucksack gehabt, du hast viele Entbehrungen gehabt. Aber das war einfach für uns alle, wir sind das daheim entschuldigt. Das sind keine Abenteuer. Das haben wir schon gewusst, um was es geht. Wir haben um keine Partei oder um kein anderes Ding, oder nicht uns zu profilieren, sondern wir haben gekämpft, weil wir gesehen haben, es muss, das Südtirol muss befreit werden, wir sind Tiroler und fertig, das gehört uns und fertig. Und da haben wir es sagen und unter Salon unten haben die Italiener das sagen. Da müssen wir nicht einmischen, aber oben können wir es schon einmischen. Vor mein Haus oder um mein Haus mache ich schon selber bestimmen, was zu tun ist. Ich habe ja nichts was dagegen, was der Nachbar macht. Der kann auch machen, was er mag, wenn er mich Ruhe lässt. Hören Sie nächsten Montag Teil 3 der Erinnerungen von Siegfried Steger. Unabhängiger Journalismus ist wichtiger denn je.
Salto steht für kritische und fundierte Berichterstattung. Unterstütze uns, indem du Salto abonnierst. Bombenjahre. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.